Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Zack, boom, da sind wir wieder in der wohl spektakulärsten Show im deutschen Teleshopping. Die 10-Euro-Überraschungsshow, die mittlerweile schon ihren festen Stammplatz erhalten hat, nämlich immer jeden Tag um 19 Uhr. Und das Besondere ist, hier ist alles möglich, weil auch wir Moderatoren wissen nicht, welche Produkte auf uns zukommen. Das Einzige, was wir Ihnen sagen können, es geht 29 Minuten die Sendung und jedes Produkt kostet 10 Euro. Wisst ihr mehr? Und ja. Sie können es bis zu 5-mal bestellen, alles, außer wenn wir was anderes sagen. Dann schauen wir mal, in welche Richtung wir heute gehen. Aber mit Sicherheit auch jetzt schon an Weihnachten oder Nikolaus denken. Da sind mit Sicherheit einige tolle Idee? Geschenkideen dabei. Schütteln? Und wir beginnen mit einem Speicherstick. Ganz weit weg, eiskalt. Oh. Ein Keyfinder, oder? Genau, das ist ein elektronischer Dreikanal-Schlüsselfinder und das Ganze ist ein Viererset. Also wir haben einmal den Sender und drei Finder. Und ein Finder, drei Sender, so rum. Wer findet, der sucht. Wer sucht, der findet. Ja. Seid ihr so jemand, jemand, der laufend den Schlüssel sucht? Wie sieht es bei dir aus? Auf jeden Fall. Ich suche alles. Ich würde selbst meinen Kopf suchen, wenn der nicht bei mir angewachsen wäre. Ich bin wirklich sehr, sehr schusselig. Und das Schlimme ist, mein Partner ist genauso. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie unser Alltag aussieht. Die kann man einfach an den Schlüssel ranhängen und drück mal drauf, wie das klingt. Wenn ja, jetzt Oh. Ja, und dann piepst der eben ein paar Sekunden lang. Aber eigentlich ist Schlüsselfinder gar nicht alles. Weil ich habe hier noch andere, Handy zum Beispiel. Du kannst eins am Handy festmachen, findest es immer. Hier ein Beitrag von Armin aus Köln, auch für Brillen super. Und Christian aus Nürnberg schreibt, kam als Geschenk super an. Es sind sogar passende Anhänger dabei, um den Keyfinder zum Beispiel auch am Handy zu befestigen. Also eigentlich an allen Gegenständen, die man so immer mal wieder sucht. Das ist richtig laut, das ist richtig laut. Kann man auch mal an die Fernbedienung anmachen, weil Fernbedienung ist bei uns so der meistgesuchte Artikel. Schlüssel legen wir immer ordentlich in unsere Schlüsselschale. Wenn er da nicht drin ist, ist natürlich doof. Aber Fernbedienung, die rutscht dann zwischen Sofa oder jemand hat sie mal mit in die Küche genommen. Einmal war sie im Kühlschrank. Ich habe schon mal versehentlich das Bügeleisen in den Kühlschrank gestellt. Ich habe das Bügeleisen gesucht. Kühlschrank. Ich war mal live dabei, als eine junge Dame ihren Schlüssel gesucht hat. Und hat ihn die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, keinen Schlüssel gefunden. Und letztendlich lag er im Kühlschrank. Sie hat das eingekaufte ausgepackt im Kühlschrank. Ja. Und da kam irgendwie der Schlüssel dazu. Also, ja, manchmal ist man im Gedanken, da ist man total verstreut. Ne? Da hat man schon das Nächste wieder im Kopf. Also, und da kann sowas eben mal passieren. Und damit das aber in Zukunft nicht passiert, weil Suchen ist wertvolle Zeit und das ist meistens morgens, wenn man es eh schon eilig hat, ist es schön, weil jede Farbe, zum Beispiel grün ist für den Schlüssel, rot für das Portemonnaie und blau vielleicht für die Brille und dann drückt man auf die Fernbedienung, wenn man den Gegenstand sucht und dann passiert Folgendes. Ja, und ich glaube, damit findest du es dann, suchen wir nach Gehör. Also ich finde das eine tolle Idee für 10 Euro. Ja, und ich denke, wie viel Zeit manche verschenken, um ihr Smartphone zu suchen. Das habe ich hier in der Firma auch schon erlebt, wie Smartphones irgendwo gesucht wurden. Ja, mein Gott, das Studio hier ist riesengroß. Ja. Da verliert man schon mal Sachen. Unser Tablet haben wir mal gesucht. Ne? Lauter solche Sachen, die man einfach mal verlegt. Und hier ist das Dreier-Set tatsächlich mit Fernbedienung für 20 Euro auf pearl.de. Bei uns jetzt in der 10-Euro-Show natürlich für 10 Euro. Und ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NC3467 und die 569. Und Sie dürfen es natürlich auch verschenken. Sie können es bis zu fünfmal dieses Vierer-Set bestellen. Und wenn man, ich glaube, jeder hat einen im bekannten Kreis, der eben so eine laufende Schlüsselbrille oder sonst was sucht. Ja. Mhm. Und da ist das eine unglaubliche Hilfe. Vielleicht auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl. Fängt schon super an. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihr habt die Kiste und den Zettel. Mensch! Ein Ohrmensch. Ja, das ist ja cool. Das ist eine, wow. Guck mal, eine Bienenmütze. Eine graue Strickmütze oder Beanie mit weißen vorne und roten hinten. LEDs. Wow, das ist ja cool. Das ist richtig cool. Du, also gerade wenn man nachts unterwegs ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Jetzt ist ja dunkel, wenn wir Feierabend haben. Und hier gerade an der Straße entlang sind öfter mal eine Damengruppe unterwegs, die Nordic Walking machen. Habt ihr die schon mal gesehen? Ja, klar. Tagsüber sieht man die. Also wenn es noch hell ist, sieht man die. Aber nachts ist es ein Riesenproblem. Und ich weiß auch, der Sportverein joggt hier immer entlang. Also denen würde ich alle so eine Mütze aufsetzen. Nicht nur, damit sie besser sehen, sondern das Wichtige ist ja auch, besser gesehen werden. Und es ist für Männlein als
ist auch für Weiblein bestens geeignet. Und ich muss sagen, warme Ohren gibt es auch noch. Es ist ein absolutes Trendprodukt, diese Beanies. Die sieht man überall, ist natürlich total hip. Und hier haben sie jetzt eine mit Funktion. Die Beanies alleine kosten ja normalerweise schon viel Geld. Und hier haben wir jetzt eine mit Weiß und Rot. Also von hinten wird man gesehen, von vorne wird man gesehen. Und man hat, die sieht sehr schick aus, Anne. Ich sehe es ja ein, sie steht dir wesentlich besser aber als mir, aber sie ist unisex. Sie ist für uns Männer genauso tauglich wie für die Damenwelt. Aber hier eben einfach mal kurz auf die Stirn tippen, da hast du Beleuchtung nach vorne. Und noch wichtiger vielleicht auch, wenn man Gassi geht mit dem Hund, ja, dass man von hinten gesehen wird. Und dann leuchtet es eben rot. Und gesehen werden ist manchmal noch viel wichtiger als selbst zu sehen. Ja. Es ist so eine passive Sicherheitsoption. Du kannst es trotzdem waschen, steht hier. Und sie ist akkubetrieben. Das heißt, du lädst sie per USB. Also auch keine Batterien, finde ich ja immer toll. Und da kannst du jetzt eben gesehen werden, aber siehst eben auch mal ein Schlagloch, was weiß ich, Pfützen, kannst du alles sehen im Dunkeln mit dieser tollen Lampe, die auch noch waschbar ist. Und jetzt habe ich gerade gesehen, du kannst sogar die Helligkeit in 3 Stufen dimmen. Ganz hell, mittelmäßig, 50%. Also das ist natürlich auch schön, je nach Bedarf. Also nicht, dass dann aber jemand denkt, ich würde denjenigen den Vogel zeigen, ich stelle einfach nur die Helligkeit ein. Ja, aber ich finde das eine tolle Sache. Und Beanies, die sind absolut voll im Trend. Das ist Unisex. Und es ist kein Preisalarm, oder? Es ist kein Preisalarm, kann man bis zu 5 Mal bestellen. Ein tolles, tolles Geschenk auch hier. Unsere graue Strickmütze oder auch Beanie mit weißen und roten LEDs hat die Bestellnummer NX3725569. NX3725569. Die sieht richtig schick aus. Ja, bei so Stricksachen habe ich immer so Angst. Juckt das? Kennst du das? Die alten? Ja, aber überhaupt nicht. Ich habe es gerade auf dem Kopf gehabt. Ist unglaublich angenehm zu tragen. Und jetzt wahrscheinlich gerade in der Übergangszeit gibt es jetzt mal ab und zu mal kalte Ohren. Ja. Es ist sogar für Oktober schon Bodenfrost vorhergesagt. Oh Gott, das heißt, morgens werden wir an die 0 Grad haben. Und dann ist sowas natürlich Gold wert. Hält warm, hat Funktion, ist per USB aufladbar, fantastisches Produkt und sieht schick aus. Wir haben das an Anne gesehen, an Ralf haben wir es auch gesehen. Tolle Lampe. Ich gebe ja zu, ich muss es noch mal sagen, an Anne sieht es viel besser aus. Aber das sag doch sowas. Hauptsache, ich habe warme Ohren, wenn es richtig kalt wird. Jetzt haben wir. Ist es ein Mausbett? Nee. Was ist das? Also jetzt bin ich ein bisschen baff. Es ist, ihr habt es richtig gesehen, ein Mauspad. Aber jetzt passt auf. Dieses Mauspad ist mit Induktionsladestation für kompatible Smartphones. Das heißt, wenn du, da unten sehen wir es auch an dem Zeichen, da legst du einfach aufs Mauspad dein Smartphone, wenn es Qi-kompatibel ist, und schon wird es aufgeladen. Wahnsinn. Übrigens, Qi-kompatibel, QI geschrieben. Das sind viele Modelle, zum Beispiel die neuen Samsung, iPhones ab iPhone 8, Samsung Galaxy, also Samsung ab Nummer 9. Ach so ist es gedacht. Ja, das kannst du dann da reinstellen. Das ist gleichzeitig ein Handyständer. Diese Ladestationen alleine kosten ja schon normalerweise, gehen so bei 60, 70 Euro los bei manchen Herstellern. Ja. Hier hat man ein edles Mauspad, das ist Kunstleder, fühlt sich richtig edel an. Ein Schmuckstück für jeden Schreibtisch, würde ich mal sagen. Und wenn Sie so ein Handy haben, ist das wirklich unglaublich, dass man zu diesem Preis dieses zusammen hier bekommt. Ja, also ich finde das phänomenal und man hat ja oftmals viel auf dem Schreibtisch rumladen. Mauspad ist, glaube ich, auf jedem Schreibtisch, ja. Aber wenn du jetzt noch eine Ladestation irgendwo hinstellen musst oder Ladekabel, ja, dann hast du wieder Platz verschenkt. Hier hast du beides in einem. Voraussetzung natürlich, sie haben eines der modernen Qi-kompatiblen Smartphones, also mit der Induktionslademöglichkeit. Wenn nicht, auch noch ein kleiner Tipp, man kann sein Smartphone für ganz wenig Geld Qi-kompatibel machen. Also ganz einfach so ein kleines Plättchen mit so einer Hülle. Ja. Und dann geht das auch. Also ich finde das, ich habe das auch noch nie gesehen. Nee, im Mauspad selber nicht. Und die ist wirklich, das fühlt sich richtig an wie so eine edle Schreibtischauflage. Und ganz klein hier an der Seite ist ein Micro-USB-Stecker. So kriegt das wahrscheinlich dann seinen Strom. Mhm. Mauspad ist sowieso, manchmal bei der Maus auf Glastischen oder so, da braucht man einfach ein Mauspad, weil die Mäuse das eben nicht abkönnen. Und hier hat man ein sehr edles Mauspad mit dieser Ladestation. Auch wieder ein tolles Geschenk. Ja.
Ja, und Anna hat recht, ich habe das auch schon gesehen, als reine Station für 50 Euro. Da war noch kein Mauspad dabei. Also das ist ein Riesenschnäppchen mit der Bestellnummer PX2417 und der 569. Und da kann ich jetzt auch wieder mal behaupten, zum ersten Mal gesehen bei Pearl TV. Ich wusste nicht, dass es diese Kombination gibt. Natürlich Mauspad kenne ich, G-Ladestation kenne ich, aber in einem ist ja eigentlich ist eine tolle Idee, finde ich. Ja, das sieht einfach super aus. Wir haben einfach interessante, tolle Produkte. Oh. Preisalarm. Das bedeutet, das ist jetzt so eine Situation, wo Sie nur einmal bestellen dürfen. Das heißt, pro Bestellung nur ein Produkt davon, weil hier hat sich ein Artikel rein verirrt, wo wir ein ganz kleines Kontingent nur haben, was wir Ihnen jetzt hier anbieten können, aber leider nur einmal. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das ein Zauberstab? Ja, so ähnlich. Also, nein. Wir haben hier übrigens ein Zweier-Set. Also wenn Sie ein Produkt dürfen Sie bestellen, aber das ist ein Zweier-Set. Und das ist so ein unglaublicher Lichteffekt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich muss mal schauen. Einschalten. So. Wow. Das ist ja wunderschön. Ach, das ist das Set aus den bunten und den warmweißen LEDs. Genau. Du kriegst beide zusammen. Oh. Das ist ein ganz neues Set, höre ich gerade. Ich habe das noch nie gesehen. Das sieht ja wirklich irre aus. Das sind jetzt ganz viele Lichtfäden, die ich ganz individuell einstellen kann. Aber das Schöne ist, ich brauche keine Stromversorgung, weil Sie sehen es vielleicht, hier unten ist ein Solarpanel. Und sobald es dunkel wird, und deshalb haben wir jetzt auch das Licht ausgemacht, leuchtet es entweder in weiß oder einmal in weiß, das hat Anne jetzt, und ich habe das mit den bunten Farben. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welches schöner ist. Ich finde beide wunderschön. Wollen wir die mal gemeinsam machen? Ich gebe mal das zweite auch noch zu dir. Halt es mal bitte. Und jetzt sehen wir, das ist das Zweier-Set. Wow. Und das gemeinsam sieht natürlich noch beeindruckend aus. Also Licht ist immer toll und gerade diese kleinen LEDs machen dann eben diesen Feuerwerkeffekt, kann man ja fast schon sagen. Heißt auch Feuerwerk, ne? Sieht aus wie so ein Feuerwerkszeug. Ja, und wenn da ein bisschen Wind kommt, man stellt das ja zum Beispiel raus auf den Balkon in die Kübel, ja, wenn ein bisschen Wind kommt, bewegt sich das natürlich. Und schauen, jetzt wissen wir, warum es Feuerwerk heißt. Das ist der Wahnsinn. Sag mal, das sind ja unzählige LEDs. Ja. Unzählig sind sie nicht, 120 sind es hier tatsächlich. Das ist aber schon eine ganze Menge. Damit können Sie Feuerwerkszauber in Ihren Garten zaubern. Das ganze Jahr über Solar-LED. Sie brauchen also keine Batterien, keine Kabel. Einfach in den Boden stecken und haben diesen tollen, tollen Effekt hier. Ist natürlich auch Spritzwasser geschützt, also sogar wetterfest. Und jetzt muss ich fragen, 120 LEDs pro oder insgesamt? Dank 120 dynamisch aufleuchtender warmweißer LEDs. Also sind es 240. Einmal warmweiß, einmal bunt. Ja, würde ich auch so verstehen. Naja, wie auch immer, es sieht unfassbar schön aus. Es sind so viele, dass es auf jeden Fall wunderschön leuchtet. Das Bunte erinnert mich eher immer an so einen Pfauenschwanz. Also ich finde das Bunte eher wie ein tolles Feuerwerk. Ihr wisst doch, wenn der Pfau sich aufplustert, dann sieht er wunderschön aus. Um der Frauenwelt zu imponieren. Ja, jetzt sehen wir auch. Denn, Leute, wisst ihr, dass in der Tierwelt sind die Männer schöner. Aber in der Menschenwelt ist es genau umgedreht. So, meinst du? Ja, Also, Ingo, würde jetzt einfach mal sagen, alle, die schöner sind als wir, sind geschminkt, oder? Aber Sie haben gesehen, auf Pearl.de kostet das Zweier-Set 25 Euro. Jetzt bekommen Sie es für 10 Euro. Aber denken Sie dran, das ist unser Preisalarm. Das heißt, maximal eins dieser Zweier-Set pro Besteller. Aber hier bitte schnell sein, damit Ihnen nicht alle anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen, weil wir haben auch hier nur ein begrenztes Kontingent. Und es geht weiter. ZX7110 ist die Bestellnummer für unseren Preisalarm. ZX7110, das Feuerwerk. Und das sieht nach einem Wasseranschluss aus für den Gartenschlauch. Aber das ist bestimmt ein Computer, mit dem ich meinen Garten bewässern kann. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht irgendwie so aus. Nein, es ist wirklich ein Wasserzähler. Und das kann ganz interessant sein, wenn du deinen Garten bewässerst. Man hat ja nie so einen Blick, wie viel Wasser geht da eigentlich raus. Und es ist ja ganz wichtig, wie viel Wasser du verbrauchst, weil das musst du nachher bezahlen. Es ist ein digitaler Wasserzähler für den Gartenschlauch. Und da heißt es, nie wieder böse Überraschungen bei der Wasserabrechnung. Diesen digitalen Wasserzähler stecken Sie einfach zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch. Schon haben Sie Ihren Verbrauch im Garten im Blick und erzählt die einzelne Bewässerungsmenge, den Durchschnitt der letzten 7 Tage, die Bewässerungsmenge des letzten Vorgangs und alle Bewässerungsvorgänge als Summe in Litern. Man hat also 4 Anzeigen und wird dann wirklich nicht überrascht. Ja, hier steht Liter, dann steht Liter pro Minute, also wie viel gerade durchläuft. Dann haben wir Liter in der Woche und wir haben Liter pro Tag, den Durchschnittswert. Das ist eine sehr wichtige Information, die man hier eben bekommt.
Und das in großen LCD-Buchstaben hier. Passt auf alle Gartenschläuche und ist von Royal Gardner. Also richtig gute Qualität. Du, ich denke auch gerade, jemand, der Sprinkelanlagen hat oder so Automatikbewässerung, da machst du halt Wasser auf. Du weißt ja nicht, wie viel Wasser da rausfließt. Hier hat man mal einen Überblick. Und wenn Sie mehrere Anschlüsse haben, also mehrere Schläuche, ich denke jetzt gerade an mich, wir haben 3 Gartenschläuche im Garten. Ihr habt ja auch einen Riesengarten. Bis zu 5-mal dürfen Sie diesen Wasserzähler eben bestellen. Und dann hat man eben überall genau einen Überblick, wo brauche ich wie viel Wasser. Und der Olaf aus Kürnbach schreibt, sehr gutes Produkt, wenn man wissen möchte, wie viel Liter Wasser durchgeflossen sind, um einen Anhaltspunkt für die Füllmenge zu erhalten. Oh, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, wenn man einen Teich füllt. Ja. Man hat ja so keine Ahnung. Ja? Mathematisch kannst du es auch nicht unbedingt ausrechnen, weil es ja keine geraden Kanten sind. Dann einfach mal schauen, wie viel Wasser fließen da rein. Ja, da kann man mit Sicherheit viel Geld sparen, wenn man das ein bisschen haushaltet hier mit dem Wasser. Mit Wasser soll man ja sowieso haushalten. Ist ein kostbares Gut. Das und stimmt. Hier haben wir von Royal Gardner ein fantastisches Produkt, was Ihnen diese Arbeit abnimmt. Ja, die Bestellnummer ist die ZX7047 und die 569. Und für alle, die Gartenschläuche benutzen, da sollte man das dranhängen. Dann hat man eben genau im Blick, was wirklich an Wasser Durchfluss im Moment, am Tag, in der Woche und im Monat vorhanden ist. Und dann wird man eben auch nicht erschrocken oder erschreckt man nicht, wenn man dann die Wasserrechnung bekommt, weil man muss ja auch Wasser bezahlen. Also auch das ein tolles Produkt. Wir gehen quer durch den Grundgarten wieder bei Pearl TV in unserer 10-Euro-Überraschungsshow und weiter geht's das mit... Das sieht nach OBD2 aus. Nein. Das ist Skat. So. Aber also, ein OBD2-Anschluss sieht ähnlich aus wie ein Skat-Anschluss, muss ich gerade feststellen. Das stimmt schon. Ist aber ja, hier, ja, ist ein bisschen breiter. Hinguckt, aber du hast recht, ist ähnlich. Aber es ist ein Skat-Anschluss. Aber das ist ein Skat auf HDMI. Ja, richtig, ganz genau. Damit kannst du jetzt alte analoge Geräte mit neuen Monitoren verbinden. Und sowas, auch wenn sie es jetzt aktuell gar nicht brauchen, ich würde es auf jeden Fall nach Hause holen, weil dieser Preis ist phänomenal. Also angenommen, alter Videorekorder soll jetzt an einen neuen Monitor angeschlossen werden. Jetzt haben Videorekorder, ne? SCART-Anschluss, der Monitor oder der Fernseher hat nur HDMI. Wie komme ich da rein mit diesem? Und das ist kein Adapter, ist eigentlich das falsche Wort, das ist ein Converter, weil der wirklich konvertiert von analog auf digital. Ja, ja, der macht richtig Arbeit. Der verrichtet elektrische Arbeit hier, deswegen ist es ein Konverter. Und damit können Sie jetzt Ihre ganzen alten Geräte, ob das wie in diesem Fall hier jetzt ein Videorekorder ist, ob das eine alte Spielkonsole ist, ob das ein DVD-Player ist, alles, was einen SCART-Anschluss hat, können Sie an Ihren modernen Fernseher anschließen. Die Geräte sind ja noch gut. Und die haben Sie vielleicht jetzt ein paar Jahre nicht benutzt, aber die funktionieren ja noch. Warum sollen Sie die wegschmeißen? Die kann man jetzt eben tatsächlich mit modernster Technik kombinieren und dann darauf angucken. Was wieder absolut im Trend liegt jetzt, also Videorekorder sehen wir da, aber auch alte Spielekonsolen. Erste, zweite Generation, die hatten noch SCART-Anschlüsse. Damals dachte man ja, das ist das Nonplusultra-Bild- und Tonübertragung. Heute wissen wir, es war vielleicht in analogen Zeiten so, aber wir sind im digitalen Zeitalter. Und jetzt kann ich die alte Spielekonsole auch einfach verbinden mit meinem neuen Monitor oder Fernseher, mit allen Geräten, die in HDMI Eingang haben. Hast du alte Spielkonsolen noch? Nee, aber Videorekorder noch. Weil ja auch du hast noch einen Videorekorder? Also nicht ich, sondern meine Eltern, weil ja auch viele noch alte VHS-Kassetten haben. Ne? Und also, ich kenne aber noch so viele, die auch Spielekonsolen haben. Und da kann man das eben, ich meine, da muss man ja deswegen nicht wegschmeißen. Ich habe das Gefühl, gerade so alte Geräte sind irgendwie für die Ewigkeit gemacht oder unkaputtbar. Ja. Ja, man hört ja mal wieder, dass heute alles nur eine bestimmte Anzahl von Jahren hält. Damals war das besser. ZX3028569 ist die Bestellnummer für unseren SCART auf HDMI-Konverter mit USB-Ladekabel. Ja, der kriegt ja auch seinen Strom irgendwo her. Mit dem USB-Ladekabel, das ist ganz einfach. Die meisten Fernseher haben einen USB-Stecker. Stecken Sie da einfach rein oder Sie holen sich eben Strom über ein USB-Netzteil. Unser SCART auf HDMI, der verkauft sich auch immer gut, weil du halt diese alten Geräte wieder anschließen kannst. Und das, Ingo, ist ja bei uns im aktuellen Programm ein Bestseller. Ich wollte gerade sagen. Kostet, ich glaube, 17,90 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das habe ich schon für einen guten Preis gehalten. Ja. Jetzt für 10 Euro. Also jetzt ist es unbedingt Zeit, dass Sie den holen. Ob Sie ihn im Moment brauchen oder nicht. Aber es wird der Punkt kommen, wo, an dem man ihn braucht. So, weiter geht's mit einem grünen Karton. Und Anne ziert sich noch ein bisschen. Ich glaube, das ist was, was sie haben will. Oh, oder? Das ist cool. Die macht das, um mich zu ärgern, hat sie gesagt. Nein. Stabile Springformen. Wir haben hier ganz viele Springformen, wie Sie schon hören konnten. Das ist nur eine von 5.
Springformen, glaube ich, oder? Eins, es sind wirklich fünf. Drei. Hast du gebacken, Ingo? Vier. Ja, warst du nicht da? Nein, wo war ich da? Ich hatte einen Apfelkuchen gebacken. Ach, du warst im Urlaub. Also, oh, geil. Guck, da ist ein Bild. Wahnsinn. Warum hast du den gebacken? Einfach mal so? Ich hatte das in der 10-Euro-Show mal versprochen. Er wurde genötigt, sagen wir es mal so. Hast du Lust, es nochmal zu versprechen? Sag mal, aber jetzt Ingo, so eine Springform, so heißen die auch, die große. Da hätte ich jetzt allein gesagt, die große hier, 10 Euro. Ja? Ich weiß es nicht, Sie kennen sich wahrscheinlich noch besser also, aus. Also, die sind der Hammer. Aber hier fünf verschiedene Größen du kannst für 10 vor allen Euro. Guck das mal. Heißt, sowas kostet 2 Euro das Stück im Prinzip, ja? Eine kostet hier 2 Euro. Das Tolle ist halt einmal die Qualität, weil die halt, Sie sehen, wie stabil und die sind. Die müssen stabil sein, wenn sie bei Ann-Kathrin im Haushalt sind. Da werden sie laufend runterfallen. Ja? Aber es ist eine Anti-Haft-Beschichtung, also da bleibt nichts kleben. Es ist auch gut für mehrstufige Torten. Ja, das wollte ich ja gerade demonstrieren. Und da hat sich der zweite Stück. Deine mehrstufige Torte hat wenig Überlebenschancen, das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Vielleicht einstufige Torte, Anne? Also Rebecca aus Ammerdingen schreibt uns, verschiedene große Backformen, ideal zum Backen von mehrschichtigen Torten und Kuchen, kann vielseitig in der Küche beim Backen eingesetzt werden. Und Sie sehen, wir machen gerade einen Qualitätstest, das ist nicht aus Versehen, das macht sie absichtlich, um zu zeigen, wie stabil wir sind. Ja, natürlich, du darfst noch viermal runterwerfen. Und Renate aus Darmstadt schreibt, meine Idee war einfach mal einen außergewöhnlichen Geburtstagskuchen oder bei den verschiedenen Größen auch mal einer alleinstehenden Person einen kleinen Kuchen zu backen. Ja. Ideen gibt es mit diesem Set sehr viele. Das finde ich auch. Das ist ja das Tolle, dass du auch mal einen kleinen Kuchen backen kannst. Oder eben tatsächlich diese mehrstöckigen, wie Anne das eben gezeigt hat. Diese Hochzeitstorten sind ja auch immer so mehrere übereinander. Ja. So wollte ich das machen, genauso. Du hast es hingekriegt. Das hat krass gut gebaut. Ist nur 7-mal runtergefallen, Anne. Kein Problem. Ihnen darf es ruhig aber auch runterfallen. Aber machen Sie schöne Kuchen oder Torten damit. Und die Bestellnummer ist die NX7997 und die 569. Und ich habe die auch noch nie in einem Fünfer-Set gesehen. Ja? Doch, ich habe die einmal hatten wir die schon mal, aber das war, glaube ich, eine reguläre Sendung. Es war nicht die 10-Euro-Show. Hier spart man eben richtig Geld. Fünf Formen, da kann man wirklich jede Form bauen, die man will. Toller Preis für ein Fünfer-Set, wirklich. Also, das bekommst du jetzt von mir und du backst dafür fünf. Nein, du bist jetzt dran zu backen. Ich kann nicht backen, guck und mal. Ich teste. Ich bin der Kuchen-Tester. Ja? Ich bin also professioneller Kuchen-Tester. Du warst gar nicht da, Mensch. Ich war nicht da und ich mag Apfelkuchen echt gerne, Ingo. So, wie geht's weiter? Kommt. Der war echt gut. Oh, mit Licht? Ja. Fängst du? Ja, gerne. Hoppala. Das ist ein Vierer-Set von diesen LED-Wandlichtern. Wow. Boah, so. Die sind cool. Die sind direkt für die Hauswand, ne? Die sind solarbetrieben, oder? Die sind solarbetrieben, kannst du überall ranmachen. Das ist ein Vierer-Set nochmal. Kein Preisalarm. Das heißt, da können Sie bis zu fünfmal zuschlagen und dann Ihren ganzen Weg damit ausleuchten. Sie brauchen keine Kabel zu verlegen. Kabel sind einerseits teuer zu verlegen, andererseits sehen die hässlich aus. Den hängen Sie einfach an die Wand und sobald es dunkel wird, kriegen Sie hier richtig starkes Licht. Die sind richtig hell. Da machen ach, den Stroboskop-Effekt? Nee. Also ich sehe es hier, schau, ich halte es gerade zu und sobald es hell wird, geht es natürlich wieder aus. Sie sehen, ich habe jetzt meine Hand weggemacht und sobald es dunkel wird, geht es wieder an. Aber ich finde diese Leuchtrichtung und diese Form unglaublich toll. Das ist ganz schlank, fast nicht zu sehen, wenn du irgendwo eine Kante oder eine Wand hier eben damit beleuchten willst, beziehungsweise den Boden und du gehst eben oder du entschärfst Stolperfallen. Ja. Ja. Das ist hier übrigens Thilo W. aus Alt-Lussheim schreibt, ich habe diese LED-Leuchten im Jahr 2019 gekauft und verbaut. Die leuchten noch wie am ersten Tag. Also echt? Ist auch richtig gute Qualität. Wir hören gerade, dass unsere Gartenleuchten, die Dekolichter, das ist das Feuerwerkslicht. Der Preisalarm, genau. Die sind schon sehr stark nachgefragt. Die Eva hat zugegriffen. Eva, viel Spaß bei Ihrem Feuerwerk im Garten. Das sind jetzt unsere Wegeleuchten und Treppenleuchten. Ich kann mir das schön auf so einer Treppe auch vorstellen, weil man die einfach so an die Treppenstufen so eine anbauen. Kellertreppe nach unten, ja, die man auch mal im Außenbereich hat. Also muss natürlich ein bisschen Tageslicht drankommen, ne? Aber Hauptsache Licht, dann stolpert man nicht. Und ich finde das unglaublich stilvoll. Hier diese Edelstahloptik hier und dann ganz schlank, ganz flach gehalten, aber trotzdem die Abstrahlung nach unten. Mhm. Also ich glaube, man sieht das jetzt hier und das ist kein Licht, das blendet, es ist ein Licht, aber welches Stolperfallen entschärft. Ja,
Das also die sehen auch super edel aus, ne? Mit dieser Edelstahlumrandung. Sehen richtig klasse aus hier. Unser Vierer-Set, Sie bekommen 4 Stück davon für 10 Euro, hat die Bestellnummer NX6819569. Für unser Vierer-Set LED-Leuchten. Und die machen so ein tolles Licht nach unten, also genau auf dem Weg, da wo sie hinstrahlen sollen, leuchten nicht einfach so, sondern dahin, wo es wichtig ist, dass man nicht stolpert. Wir machen weiter. Ralf, du kriegst den Umschlag. Gerne, gerne. Du, aber ich bin mir gerade bei diesen Beleuchtungen sicher, dass du im Lampenfachgeschäft für eine Lampe 10 Euro zahlst. Hier hatten wir es. Vierer-Set. Jetzt geht's weiter mit einer Backform. Nein. Nein, einer wunderschönen Uhr. Die habe ich die schon mal bei uns im Sortiment gesehen oder ist die neu? Ich habe die noch nie gesehen. Kann also das wir sein, haben eine ähnliche, aber die hat einige Besonderheiten. Und zwar sind die Zeiger, man sieht das, nachleuchten, ne? Genau. Ja, die siehst du auch in der Nacht. Aber wir haben noch was Besonderes. Das ist nämlich eine Funkuhr. Unten sehen wir dieses Signal. Das heißt, diese Uhr geht haargenau richtig. Und wenn Sie jetzt live zuschauen und auf Ihre Uhr schauen und Ihre Uhr zeigt was anderes an, dann sollten Sie Ihre Uhr nachstellen, weil dieser Uhrzeit können wir absolut vertrauen. Das ist also über Radiowellen wird das Funksignal immer weitergegeben an Uhren, die das können und empfangen können. Und dann haben Sie immer die richtige Uhrzeit. Sie brauchen die auch nicht umzustellen, wenn jetzt bald wieder auf Winterzeit umgestellt wird. Das macht die Uhr von ganz alleine. Wir gucken mal bei Pearl.de, was sie da kostet. 20 Euro, das ist schon Hammerpreis. Ich finde das schon super günstig, ja. Bei uns jetzt für 10 Euro und die sieht super schick aus. Ich mag das, dass sie sehr groß ist. Ne? Mhm. Also auch tagsüber, wenn du es eilig hast, du erkennst sofort, wie spät es ist, muss ich aus dem Haus oder muss ich mich beeilen. Und dann natürlich noch eine Funkuhr. Also funkbetriebene Uhren sind unfassbar teuer, hat den Vorteil, man muss die Uhrzeit nicht selbst umstellen. Und dann auch noch hier mit dieser schicken, matt gebürsteten Edelstahlrahmen. Ja. Also das hat auch nicht jeder. Ne? Ja. Das Aluminium. Aluminium müssen wir richtig stellen. Also, es sieht aus wie Edelstahl ist, ne? Aber Aluminium, also edelste Qualität. Und hier, Ricarda schreibt uns aus Mülheim, wer eine gut abzulesende, im Dunkeln abzulesende Uhr sucht, braucht nicht weitersuchen, diese Uhr ist spitze. Und Jorben aus Hohentengen schreibt, super Uhr, habe sie auf meiner Terrasse angebracht, ich kann sie aus 25 Meter Entfernung gut ablesen, durch die leuchtenden Zeiger und Minuteneinheiten auch nachts noch gut erkennbar. Also auch das ist eine Uhr, die man eben nachts sieht. Also ich finde die klasse, hat auch einen schönen Durchmesser. Ich würde jetzt mal schätzen, das sind 25 Zentimeter. Steht jetzt hier nicht drauf, aber ist eine Schätzzahl von mir. Oder was würdest du sagen, Ingo, wie groß ist die? Ich würde vielleicht sogar ein bisschen größer. 30? Ich wollte auch noch sagen, am Wochenende war ich bei meiner Schwiegermama. Die hat über ihrer Küchentür eine Uhr hängen. Mhm. Ich muss die, also jedes Mal, wenn ich da hinkomme, muss ich die wieder 2-3 Minuten umstellen, weil sie vor oder nach geht. Mhm. Und natürlich zweimal im Jahr dahin, da kommt sie nicht ran. Ach so, die kommt so da ist, einfach ja. nicht ran, weil das halt über der Tür ist. Ne? Wenn man so eine Uhr bei ihr aufhängt, braucht dann niemand mehr, braucht sie nicht mehr die Uhr nachzustellen. Finde ich ausgesprochen praktisch, dass man die nicht stellen muss. Und jetzt haben wir auch das genaue Maß. Durchmesser 29,5 cm. Also richtig schön. Und eine Funkwanduhr mit nachleuchtenden Zeigern und Ziffern für 10 Euro. Auch die dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Ich kann mir das auch gut vorstellen. In einem Hobbyraum, in der Werkstatt, im Keller, in der Garage. Ja. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wo man so eine schicke Uhr aufhängen kann. Ja, Sie dürfen hier mehrfach zugreifen, ne? Bis zu 5-mal. Die Bestellnummer brauchen wir noch. Das ist die NX7418 und die 569. Mensch, das war wieder eine abwechslungsreiche 10-Euro-Überraschungsshow. Das war's schon. Die 29 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, Sie haben Ihr Schnäppchen schon geschnappt hier, schon angerufen. Ich würde die Uhr nehmen. Schnell, bevor wieder ich würde die Springform nehmen. Die springen nämlich herum. Die springenden Formen. Den Kuchen. Oh, wenn Sie einen Kuchen gebacken haben, schicken Sie uns doch bitte ein Bild davon. Und jetzt bleiben Sie bei uns. Ich dachte, du sollst jetzt ein Stück zu dir schicken.